Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Manga für euch. Und zwar, Inti's World von Guild Pleasure bzw. Togaku und Kishiko Neko. Das hier ist der erste Band. Das Buch bzw. der Manga erschien ja zuerst bei Tokyopop. Die ersten beiden Bände, die stehen hier auch. Hier die zwei. Und dann eben haben sie irgendwie die Lizenz verloren oder so. Und auf jeden Fall hat dann Ultraverse das Buch nochmal herausgebracht. Und auch der dritte Band und sogar die Spin-offs bzw. die Graphic Novels dazu. Also an sich ist es nichts mehr Neues, aber in neuem Gewand aus einem neuen Verlag. Und mit neuen kleinen Extras, die hier schön aufgestellt sind. Also hier diese drei Postkarten. Hier, das ist eine Autogrammkarte, die ich mal bekommen habe. Beziehungsweise die ich mir geholt habe auf... ich glaube auf der Konichi. Entweder auf der Konichi oder auf der Animagic. Aber noch unter der Tokyopop-Zeit. Diese drei schönen Postkarten, die sind auch relativ groß, muss ich sagen. Gab es, oder sind bei diesem Manga dabei. In jedem einzelnen Buch drei, also in drei Bänden, sechs, neun Stück. Und was ich sehr cool finde, hier, das ist ja so mattiert. Moment. Hier, das ist ja matt. Und hier ist Kenshi ja so hochglänzend mit dem Schachbrett und alles. Und bei dem hier, das ist so halbmatt komplett. Finde ich sehr, sehr cool. Sieht sehr schön aus. Was ich noch sagen kann, die Größe. Und ich lege euch alle mal daher. Also die Größe des Mangas, das hier ist ein normales Tokyopop-Manga, beziehungsweise das ist der Tokyopop-Manga von Inti's World. Und Tokyopop hat ja schon ziemlich große Manga, die sind ja schon größer als andere. Wenn man hier sieht, hier ist Tokyopop und das hier ist Carlsen, ist schon ein Unterschied. Ich könnte es vielleicht auch mal scharf machen. So. Und wenn ich jetzt Tokyopop und Ultraverse nebeneinander halte, ist das nochmal doppelt so groß. Oder, ja, doppelt nicht, aber schon ein gutes Stückchen größer. Finde ich sehr, sehr cool. Ich liebe ja so große Manga. Vor allen Dingen hier hat man nur hier das kleine Ultraverse-Logo. Und ansonsten sieht man viel vom Cover und hier oben natürlich die... der Titel, also Inti's World von Ultraverse Verlag, kostet 10 Euro, ist schon erschienen, habe ich vom Ultraverse Verlag bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. In diesem Manga geht es darum, ich muss gleich sagen, das ist ein Yaoi. Und in diesem Manga geht es um einen Psychiater, das ist dieser junge Mann hier, Katsuya, welcher eben einen Serienkiller das Geständnis entlocken soll und eben ja therapieren soll. Und Katsuya verstrickt sich immer mehr in die Geschichten von Kenshi und weiß bald nicht mehr, was Realität und was die Geschichten von Kenshi sind oder dessen, ich sag jetzt mal, Psychosen heißt das, glaube ich. Und er weiß auch bald nicht mehr, ob er Kenshi nicht sogar irgendwie kennt oder ob es nicht irgendwie sogar eine Verbindung zwischen diesen beiden gibt, also ihnen beiden gibt. Und ja, es ist sehr, sehr düster, sehr brutal und
sehr spannend. Es ist also eigentlich ja ein richtiger Thriller, wenn nicht sogar Psychothriller und sehr schön gezeichnet. Moment. Also es ist sehr erwachsen gezeichnet. Nein, abgetrennte Körperteile nicht. Hier gerade die erste Seite. Perfekt. Und ja, es gibt zuerst einen Prolog, sage ich jetzt mal, wo geschrieben wird, und dann kommt erst der Manga, da das Ganze ja auch als Novel gibt. Sehr passend. Die Geschichte ist sehr spannend, man weiß nicht direkt so genau, um was es geht, wie was passiert, wer jetzt eigentlich der Böse ist und was Kenshi so gemacht hat an sich. Also man weiß schon, was Kenshi gemacht hat, aber ja, warum, wie und wieso. Ja, das findet man zusammen mit Katsuya raus, oder sollte man zusammen mit Katsuya rausfinden. Ich bin schon sehr gespannt auf den letzten Band. Ich habe ja jetzt hier den ersten Band, beziehungsweise ja die ersten beiden Bände. Und der erste Band nochmal von Ultraverse. Und ich bin sehr gespannt auf den dritten Band und auch auf diese Novels. Und ich würde sagen, das war's sogar schon. Ich würde dann nochmal, wenn ich alle drei Bände habe, nochmal so einen übergreifenden Zusammenfassung machen. Eine übergreifende Zusammenfassung machen. Und, also der Manga ist ab 18 und das ist auch sehr berechtigt. Es gibt abgetrennte Körperteile, es gibt Blut, es gibt Gewalt. Also es ist wirklich sehr berechtigt, dass das ab 18 ist. Und ich werde sagen, das war's dann auch schon. Und bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.